So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Oh! Werden wir direkt angegriffen? Oh, das kommt plötzlich. Wir sind hier gerade am glühenden Galgenturm und wir haben ein Ziel. Hoffe ich. Und ich guck mal kurz was. Kann ich den Raben anvisieren? Ja. Hoppla, Waschtaste. So. Wie ihr seht, die Raben bringen Leben. Wollte ich mal gezeigt haben. Karte. Gut. Da lang. Schön, dass die Karte einem immer zeigt, wo man hin muss. Samael sagte ja, wir sollen jetzt zur Quälerin. Sonst noch wer? Nee, aber da ist eine Vulgrim-Position. Also das sieht man ja immer schön an diesen kleinen Teilen da. Och, hier ist sogar eine Kiste. Man sollte sich immer gut umgucken. Ja, hier ist Vulgrim. Das heißt, jetzt können wir auch hier schnell hinreisen. Sei gegrüßt. Hätten wir vielleicht letztes Mal diese Position hier besorgen sollen. Der alte Vulgrim hat etwas Neues für dich. Die Multiklinge ist schon ganz nett. Komm. Der alte Vulgrim hat etwas Neues für dich. Ja, den Klingenschleier. Das heißt jetzt, glaube ich, wenn wir die Klinge einsetzen und die tötet einen Gegner, dass die dann zum nächsten überspringt oder so. Ich gucke mich erst noch kurz hier um, was hier ist. Irgendwas ist hier doch garantiert. Ja, immer diese Feinde, die alle immer so begierig darauf sind zu sterben. Aber nein, hier geht's einfach noch nicht weiter. Hier muss man erst was haben, um durchzukommen. Toll. Gut, komm, machen wir uns auf den Weg zur Quälerin. Holen uns dabei noch kurz einen Zombie. Zwei Seelen. Kleinvieh macht auch Mist. Und schmeißen ein paar Autos durch die Gegend, weil wir es können. Hab übrigens gerade erst noch Reset hier fertig aufgenommen. Also das Let's Play ist jetzt vorbei. Zumindest jetzt halt fertig aufgenommen, fertig gerendert, alles mögliche. Es läuft jetzt, glaube ich, gerade, wenn diese Folge kommt, immer noch. Aber ich habe mich auch ehrlich gesagt gewundert, dass Leute gesagt haben, sie wollen das sehen. Und es haben ja doch ein paar mehr Leute gesehen, als ich gedacht habe. Kann ich das nicht darauf werfen? Das ist unfair. Nein, wir müssen natürlich das Feuer übernehmen und dann ganz gewitzt raffiniert. Nie wahr? Was liebe ich denn hier so? Kanäle. Eigentlich Kanäle, aber Rohre. Ja, stimmt, wir haben ja jetzt wieder diese Harpune oder wie das heißt. Ja, Krieg mit seinem Schwert. Hier geht's doch garantiert weiter, oder? Ah, ich sehe schon. Da ist wieder so ein Ding an der Decke. Das heißt, auch von dieser Seite, ich komme da zwar hin, aber im Moment noch nicht. Ach, eine kleine Arena. Ach. Heute mal in Blau. Hast du mich doch noch erwischt? Und die kann ich alle schön finishen. Oh, ist der auch schon hin? Ach komm, wir haben ja, fällt mir gerade auf, komm, machen wir einfach mal. Chaosgestalt, wozu haben wir die denn? Damage!
Much too much damages. Ach, Chaos schon wieder aufgebaut. Wir kriegen halt Chaos jedes Mal, wenn wir mit Chaosfresser kämpfen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ein Rotor. Da unten. Können wir hier klettern? Sieht nicht danach aus. Können wir irgendwelche Schalter hier finden oder irgendwo lang klettern? Ich glaube nicht. Oder können wir es schaffen, von hier aus einfach zum nächsten Rotorblatt? Ja. Das war kein Problem. Das war einfach. Ach komm. Machen wir das doch mal schön. Beide tot. Ah, ein Schalter. Ich will auch schön sehen, was hier ist. Ein Sichtfenster. Jetzt dreht sich nämlich das Scheißteil. Nee, irgendwie. Von hier kommen wir, glaube ich. Moment, nee. Irgendwas muss es doch bringen, dass es sich dreht. Karte. Nee, von... Nee, da müssen wir hin. Ist doch richtig. Langsam werden sie ein bisschen nervig, die Gegner. Aber man sieht jedes Mal, wenn wir zum Beispiel einen Gegner finishen, kriegen wir ein bisschen Chaos. Dann füllt sich der Balken so... Nicht der Balken, die Spirale so ein klein bisschen. Aber nee, bei den Finishern war es gar nicht so. Eher bei den allgemeinen Angriffen, glaube ich. Hm. Wird hier alles so wuchert? Nee. Ach, hör mal, Freundchen. Was zum Henker? Ich wusste gar nicht, dass der sowas kann. Boah, gut, dass er auch noch so viel Leben droppt. Hier ist doch... Ja, hier gibt's Seelen. Ich glaube, das nächste Mal bewahre ich mir meine Chaosform für solche Gegner auf. Ja, stimmt, wir... Ah, überschwemmter Pass, dann wird's nicht mehr weit sein. Wir suchen hier auch noch Ultan. Fällt mir so gerade auf. Hier geht es runter. Warte, hier ist ein Rabe. Lass dich treffen und töten, du gibst Leben. Zwar nicht so viel, aber ein bisschen. Ein Kleinvieh macht auch Mist. Und so ein Rabe hat eigentlich auch, glaube ich, nur einen effektiven Lebenspunkt. Zumindest wirkt es so. Ich muss das Ding nicht irgendwann nochmal unterbrechen. Wir haben unsere Chaosgestalt wieder voll. Die explodieren nicht, das ist schön. Hm. Da unten im Wasser ist garantiert irgendwas versteckt. Es ist immer so. Hm.
Ja, wir können die Raben auch einfach so. Ah, eine Vulgrim-Position. Wunderbar, wie viele Seelen haben wir eigentlich? Ich wollte ihn nicht angreifen. Ich könnte mir mal wieder eine Lebensessenz besorgen. Ich glaube, für was anderes haben wir ohnehin. Oh, doch, haben wir. Ach komm. Wir haben Eier. Wir holen uns einen verbesserten Schwerthaken, oder? Oder Kraftschlag? Kraftschlag. Du bist so weise, wie du möchtest. Jetzt haben wir eine höhere Reichweite damit. So. Ich bin versucht, einfach runterzuspringen, aber ich glaube erstmal nicht. Wir haben ja noch genug Gelegenheit, ins Wasser zu kommen. Diese Dämonen vermehren sich aber auch wie Sau. Können tun sie trotzdem nichts. Wir können sie aber durch die Gegend schmeißen. Ich weiß nicht, ob Reichweite damit auch die Reichweite des Schleuderns meinte. Es sah ein bisschen danach aus. Vielleicht zwei Raben erwischt. Ja, der Kraftschlag ist schon nett, dass wir damit wirklich mal alle Gegner einfach von uns wegschleudern können. Komm, ich gucke mich jetzt hier erstmal unten um. Lande natürlich im Wasser, ist ja klar. So, erstmal, irgendwann ist doch in dieser Röhre. Habe ich ein Familientreffen gestört oder... Alle erwischt. Ah ne, den nicht. Ach komm, der hier. Ich muss sagen, manchmal ist es ein bisschen komisch, wie man drücken muss. Aber hier ist nix. Hier waren nur Gegner, aber hier ist nix. Ach ne, hier ist wieder so eine Schattennummer. Ah, ich sehe schon. Wir müssen wieder in die Schatten gucken. Wusste ich gar nicht, dass man das ein zweites Mal machen musste. Ach, da vorne ist wieder einer. Aber erstmal gucken wir uns unter Wasser um. Soll mir keiner sagen, ich wäre ungründlich. Unter Wasser gibt es eigentlich immer mindestens eine Sache. Ach ja, hier gibt es diese komischen Fische, die kämpfen auch, also die greifen einen an. Die sind nicht wirklich gefährlich, aber sie nerven. Hier ist doch sicher irgendwas. Na also, habe ich doch eine Kiste gefunden. Wo ich mich frage, warum diese Kiste hier steht, aber... Fuck Logic. Wobei, ich frage mich auch, warum diese Kisten hier überhaupt stehen. Okay, hier sind auf jeden Fall ein paar Orte, da kommen wir noch nicht so direkt hin. Da brauchen wir erstmal die nötigen Items für. Aber ich würde sagen, hier ist ein guter Punkt für einen Schnitt. Auch wenn jetzt in dieser Folge nicht so viel passiert ist. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Let's Play. Lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Darksiders. Bis dahin, cheerio!